In diesem Video geht es um die Bedeutungsbeziehungen der deutschen Sprache. Wir zeigen den Unterschied zwischen syntagmatischen und paradigmatischen Bedeutungsbeziehungen. Lexeme stehen aufgrund ihrer Bedeutung in beschreibbaren Beziehungen zu anderen Wörtern. Eine dieser Beziehungen beschreiben wir als syntagmatische Beziehung. Sie bezieht sich auf die chronologische Abfolge und beschreibt die Rolle oder Funktion der einzelnen Elemente, die sie im Verhältnis zu den vorangehenden und den nachfolgenden Elementen haben. Wie zum Beispiel im Satz: Stille Wasser sind tief. Hier stehen alle Wörter jeweils in einer Beziehung zueinander. Erst ihr Zusammenspiel ergibt den vollständigen Satz. Die syntagmatischen Beziehungen sind Gegenstand der Syntax. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann schaut doch mal hier vorbei. Die anderen Beziehungen nennt man paradigmatische Bedeutungsbeziehungen. Sie bestehen zwischen zwei oder mehreren Einheiten, die miteinander tauschbar sind und sich im gegebenen Kontext gegenseitig ausschließen. Man unterscheidet die grammatische Beziehung. Dort sind alle Einheiten ersetzbar und austauschbar durch Flexionsvarianten eines Lexems. Zum Beispiel bei der Komparation des Adjektivs tief. Stille Wasser sind tief. Stille Wasser sind tiefer. Stille Wasser sind am tiefsten. Zum anderen unterscheidet man die semantische Beziehung. Hier sind die Lexeme austauschbar durch andere Lexeme mit einer anderen Bedeutung. Zum Beispiel: Stille Wasser sind tief, stille Wasser sind flach, stille Wasser sind seicht. Hier seht ihr noch einmal alle Formen von Bedeutungsbeziehungen in der Übersicht. Die syntagmatischen Beziehungen, die sich horizontal auf nachfolgende Einheiten beziehen, und die Formen der paradigmatischen Beziehungen, die sich vertikal auf die austauschbaren Einheiten beziehen.